Ja, hallo, Kurt Söser hier. Heute zum ersten Mal mit einem Unboxing-Video bzw. einem Hands-on-Video. Und welches Gerät könnte da besser für diese Premiere geeignet sein als das neue Surface Pro 3? Ich habe das Glück gehabt, eines direkt aus Amerika zu bekommen und möchte das jetzt kurz hier vor Kamera auspacken. Schauen wir mal das Ganze an. Die Schachtel ist extrem dünn, weist schon darauf hin, dass das Surface Pro etwas dünner ist, das ist die dritte Version als die 2er und die 1er Version. Wir haben hier mal das gute Stück, sehr, sehr dünn mit den Schutzfolien und darunter nur noch ein kleines Manual. Unter dem Manual verstecken sich noch eine Batterie, eine ganz spezielle Batterie, ist eine 4-fach-A-Batterie und diese Batterie ist für diesen neuen hochwertigen Stylus. Schauen wir, dass wir den nochmal rausbekommen. Okay. Das Surface Pro 3 wieder mit diesem neuartigen Stylus schon geliefert. Der ist von Entric und wie man schon sieht, ich habe schon versehentlich eingeschalten und dann kann man das Ganze schon eigentlich starten. Schauen wir uns das Ganze an. Wir haben hier eine Schutzfolie. Die werden wir noch schön runtergeben. Und man sieht schon, das Surface Pro 3 hat eine sehr, sehr starke Oberfläche, glänzende Oberfläche. Die berühmten Anschlüsse, da brauche ich nicht mehr recht viel dazu sagen. Hier zum Laden für das Ladegerät USB 3.0, ein DisplayPort-Out. Oben ist eigentlich nur der An- und Aus-Button. Im Hintergrund hier die Kamera. Da haben wir einen lauter leiser Knopf. Und an der Unterseite ist eben die Connection für die Tastatur, die ich jetzt noch nicht habe, die aber in Kürze bald folgen wird. Okay, was natürlich an dem Surface 3 ganz spannend ist, ist dieser neue Kickstand, der jetzt eben in verschiedensten Positionen positioniert werden kann. Und genau das ist der Grund, wieso ich dieses Ding auch habe, weil man es eben jetzt auch in dieser absolut angenehmen, schönen Schreibposition ablegen kann. Okay, wir werden das Ganze jetzt einigermaßen einrichten. Und dann noch zu den inneren Werten, aber der erste Blick ist extrem wertig. Diese Magnesium-Legierung ist sehr, sehr schön zum Angreifen und bietet wirklich ordentliche Haptik. Kann mich kaum erinnern, dass ich ein hochwertiges Gerät einmal in den Händen gehabt habe. Gut soweit, danke fürs Erste. Wir werden das Ganze einrichten und dann geht's weiter.